Wissen Sie, was das hier ist? Ja, ein Headset. Ist jetzt ein wenig dick und fett, wird aber kleiner werden. Und das ist das Thema des heutigen Vlogs. Eine Neuerung in der Firma. Für mich auch wieder ein Meilenstein. Spracherkennung. Ich habe Spracherkennung schon relativ früh mal im Büro eingesetzt mit Philips Free Speech. Da war sogar so ein Headset mit dabei gewesen. Das ist mittlerweile, was den Schaumstoff angeht, zerbröselt und ist irgendwann vor mehreren Jahren mal in den Müll gegangen. Wie auch die Software, die halt bestimmte Erneuerungen nicht mehr brachte und dann auch den Rechner nicht überstanden hat und. Wie das halt so mal ist. Spracherkennung, was heißt das? Ich spreche hier rein und am anderen Ende kommt Text in ein Dokument. Eigentlich immer wieder eine Geschichte, wo viele sagen, ah, das funktioniert nicht, das ist so fehlerhäufig etc. Ich habe das Thema eine ganze Zeit beobachtet und bin vor einiger Zeit nochmal in der FAZ über einen Artikel gestolpert, wo der Marktführer Dragon Natural Speaking wirklich mit der neuesten Version richtig gut weggekommen ist. Und die ist auch in einem Preisgefüge mit 335 € ohne Umsatzsteuer nach dem Reverse Charging, wo man echt sagen kann, das ist moderat. Früher war das mal erheblich kostenintensiver. Dann kommt vielleicht noch das Mikro mit dazu. Es ist übrigens, das sei dazu gesagt, ein neues bestellt. Das kommt am Montag. Das wird von Sennheiser sein, ein bisschen kleiner. Aber hiermit kann ich mir momentan relativ gut helfen. Ich zeige das nachher mal an einem Praxisbeispiel. Zurück zum Thema Spracherkennung. Warum setze ich als Information Professional auf eine Spracherkennung? Ganz klar, weil ich unheimlich viel mit Texten zu tun habe. Das liegt natürlich bei mir jetzt auch daran, dass ich blogge und Videotexte und was weiß ich nicht alles podcaste und natürlich auch Berichte erstelle. Und ich will das gleich an drei Schwerpunkten deutlich machen, warum wir auf eine Spracherkennung jetzt setzen, weil wir sehr viel Standardtexte haben. Ja? Wir bekommen viele E-Mails rein, da müssen Antworten geschrieben werden und das lässt sich in Teilen, lässt sich das auch standardisieren. Und hier setzt dann so eine Spracherkennung ein. Also, drei Aspekte, warum ich auf eine Spracherkennung setze und ein kleiner Ausblick, wie es denn so damit dann weitergeht. Ja, effizienter arbeiten, ganz klar. Tippen ist anstrengend. Ich kann relativ gut auf der Tastatur schreiben, aber dennoch ist es natürlich äußerst elegant, wenn man sich einfach hinsetzt und seinen Gedanken freien Lauf lässt und das Ganze irgendwo in eine Textform gießt. Da habe ich vielleicht so einen kleinen Übungsvorteil. Durch das Podcasten, durch das Videodrehen habe ich jetzt so nicht die Schwierigkeiten, frei zu sprechen, da mal das eine oder andere Satzzeichen mit einzubauen, mit einem Punkt am Ende oder einem Fragezeichen oder einem Komma. Das ist jetzt nur nicht die hohe Kunst bei so einer Spracherkennungssoftware. Von daher ist das für mich eine erhebliche Erleichterung, wenn ich also bestimmte Gedanken und Texte einfach mal so runterreden kann, auch wenn die Spracherkennung vielleicht dann Fehler produziert. Muss ich das nicht unbedingt sofort nachkorrigieren. Es sei eins dazu gesagt, also ich habe die Spracherkennung seit gestern Abend, habe die vielleicht jetzt 7-8 Mal eingesetzt für längere Texte. Also es sind immer mal wieder ein paar Begriffe dazwischen, die das System nicht so sauber erkennt. Wenn man das einteacht, dann hat man diese Kinderkrankheiten, die so seine eigenen spezialisierten Begriffswelten sind. Also ich nenne mal so einen Begriff Vlog, das hat er nicht hinbekommen. Dann bestimmte Eigennamen von Personen, ja, das muss man dem System wirklich beibringen. Aber wenn das System einmal kapiert hat, es ist lernfähig, wird es immer besser. Also von daher eine enorme Effizienzsteigerung. Ich bringe meine Gedanken einfach rüber und kann das sofort in eine Textform bringen. Und das ist längst nicht so anstrengend wie Tastatur und auf dem Bildschirm schauen. Und das bewährt sich mittlerweile, wie gesagt, es sind erst 7-8 Texte, allein schon bei etwas komplexeren E-Mail-Korrespondenzen. Da habe ich es also auch schon entsprechend eingesetzt. Musik.
Ja, der zweite wichtige Punkt ist für mich so Geschäftsabläufe optimieren. Ganz wichtig sind Standardtexte. Da hat das System eine super Funktion, die nennt sich Autotextfunktion. Und mit der Autotextfunktion kann ich also über entsprechende Kürzel oder Standards kann ich feste Textblöcke aufrufen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Nehmen wir mal eine ganz simple Geschichte. Dazu werde ich auch noch ein kleines Tutorial machen. Wird dann da oben irgendwo verlinkt, wenn es fertig ist. Sie wollen jetzt unten drunter das Übliche mit freundlichen Grüßen und so weiter setzen. Dann habe ich mir einfach einen Text hinterlegt, den ich ansteuere mit Signatur bitte. So, bupp, ist der Text da. Ja, das ist grandios. Ich habe das früher mit einem Tastaturkürzel gemacht über Phrase Express. Wird auch weiterhin so bleiben, weil auf dem Notebook habe ich die Sprachsteuerung nicht, wenn ich unterwegs bin, damit ich also weiterhin beide Systeme nutze. Aber die werden parallel mit den gleichen Kürzeln aufgebaut. Also ich kann jetzt schon mal von meinen Textblöcken aus Phrase Express profitieren, indem ich die übertrage auf das Dragon Speaking und habe dadurch im Grunde genommen schon viele, viele Textbausteine jetzt vordefiniert. Ich muss da halt nur entsprechend noch textlich definieren, dass ich sage, okay, Signatur bitte oder das weiß ich nicht, Eilanfrage bitte und was weiß ich, damit das System sofort mit dem Standardtext kommt. Also eine grandiose Zeitersparnis, das halte ich für konventionell kaum noch machbar. Ja, kreativ schreiben ist total wichtig und da denke ich mal, wird das System mich auch enorm entlasten, wenn ich also entsprechende Texte für Blogs, für Fachbeiträge direkt aus dem Gedankengang heraus rein, ich sage jetzt mal wirklich quatschen kann. Das ist viel, viel angenehmer und da kommt eigentlich auch die nächste Stufe irgendwann dazu, dass ich mir die App dann von Dragon auch aufs Smartphone tue, dass ich die Texte dann entsprechend einlade in das System und das kann es dann als Transkript auslesen. Ja, dann kann ich auch unterwegs entsprechend was reindiktieren. Also eine ganz runde Geschichte. Nochmal ganz kurz einen Übergang zu dem vorherigen mit den Standards oder auch mit dem Texten generell vermischt. Also eine Applikation, die auch zum Beispiel unheimlich davon gewinnen wird, ist bei mir dieses System Salesforce. Ich nutze das sehr stark, um auch Telefonnotizen und Memos zu hinterlegen. Und gerade bei einem Memo, wenn man also irgendwo ein Telefonat gehabt hat und will das nochmal kurz so zusammenfassen, dann kann man einfach ganz locker drauf losplaudern und das System setzt das in den Text um, weil das ist ja nur für mich. Ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Dokument, was irgendwie in ein offenes Archiv oder ähnliches geht. Und von der Seite her ist das eine enorme Entlastung, als wenn ich mich jetzt mühselig an die Tastatur setzen müsste. Also eine ganz spannende Sache. Und kommen wir zum nächsten Punkt. Wie geht's jetzt hier weiter? Ja, ich werde auf jeden Fall das Ganze so stufenweise aufsetzen. Der erste Punkt zurzeit ist so die Optimierung, das Anlernen des Systems mit bestimmten Begriffen, die ich hier so habe, die immer wieder vorkommen. Das passiert aber on the fly, weil die habe ich jetzt auch nicht alle so präsent. Aber wenn ich so E-Mails schreibe etc., dann merke ich schon, wo das System hakt. Ich kann es selber sagen, es sind relativ wenig Begriffe und dann sind es wirklich auch sehr spezielle Begriffe, wo das System einfach ein bisschen hängen bleibt. Ich verlinke auch mal hier oben einfach ein Webinar von Dragon oder von der Firma Nuance, das sich ruhig mal angucken. Das ist sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen auch hinten der Best Practice oder der Case von der Rechtsanwaltskanzlei, die das einsetzt. Das kann man sich ruhig mal in Ruhe angucken. Das ist sehr hilfreich. Wie geht es hier weiter? Also erster Punkt ist das Optimieren. Das Optimieren wird ganz klar mit diesen Textbausteinen sein, die im System angelegt werden, damit ich bestimmte Standards, die hier täglich anfallen, schon enorm verkürzen kann. Der nächste Schritt wird dann so dieses daran gewöhnen sein. Das wird übertriebenermaßen jetzt wirklich einen Monat brauchen und ich werde immer mal wieder einmal in der Woche ganz kurz darüber berichten, wie das hier so läuft. Es wird auch ein paar Tutorials geben zum Thema Dragon Speaking, einfach um für mich so eine Gedächtnisstütze zu schaffen, weil ich habe das heute schon festgestellt bei den Textbausteinen, die heißen nämlich nicht Textbausteine, die heißen Autotext. So, da geht die Sucherei nämlich im Menü schon irgendwo los. In den Webinaren wird von Textbausteinen gesprochen und das Ganze heißt
aber Autotext, ja. Und da kann man mit Sicherheit ein paar pfiffige Tutorials aufsetzen. So, und diesen ganzen Prozess des Drangewöhnens bedeutet, dass man viel damit arbeitet. Dass man also anfängt, seine Texte damit zu diktieren. Das sagt auch Dragon immer wieder in den Tutorials. Man muss da frei werden. Wie gesagt, ich habe da so einen kleinen Standortvorteil durch die Podcasts und die Videos. Aber dass man sich einfach dran gewöhnt, anstatt zur Tastatur eben zum Headset oder zum Mikro zu greifen. Und dann wollen wir mal gucken, wie sich das in 30 Tagen so ein bisschen normalisiert hat, für welche Ansätze das gut klappt, für welche Ansätze das weniger gut klappt. Das werden wir dann sehen und da werde ich auf jeden Fall drüber berichten. Jetzt würde mich mal interessieren, wie setzt ihr eine Spracherkennung ein? Taugt die für euch was, taugt die nichts? Womit kommt ihr klar, womit kommt ihr nicht klar? Einfach mal die Kommentare nutzen. Also mein Feedback noch kurz zum Abschluss. Ich bin echt total begeistert. Wie gesagt, noch nicht mal nach einem Tag schon so gute Ergebnisse. Das kann nur nach einem Monat kontinuierlichem Einsetzen wirklich zu einer absoluten Effizienzwaffe werden. Also freue mich auf ein Feedback. Wünsche jetzt schon ein schönes Wochenende. Morgen werden wir ein Markenthema angehen. Und ich sage bis morgen. Michael Klems.